Nachgefragt bei der Hauptstadtjournalistin Brigitte Fährle. Grüße Sie in Berlin. Hallo und guten Tag. Ist Horst Seehofer das Problem? Horst Seehofer ist in der Tat inzwischen ein Problem. Es gibt ja selten einen Politiker, der so konsequent zweimal mit demselben Kopf gegen dieselbe Wand rennt. Er hat ja schon im Frühsommer mit diesem Asylstreit keine Erfolge gehabt. Die CSU in Bayern ist runter in den Umfragen und er wird auch jetzt damit wieder keine Erfolge haben. Das ist sozusagen der strategische Fehler, den er macht aus meiner Sicht. Die ganze Debatte ist aber auch deswegen so unschön und wirklich auch gefährlich, weil er mit seinem Zitat einfach vollkommen falsche Tatsachen in die Welt setzt. Migration ist nicht die Mutter aller Probleme, sondern es ist die Folge von vielen Problemen. Wir haben Kriege in der Welt, wir haben Armut, wir haben Hunger und deswegen gibt es Migration im Übrigen nicht seit 2015, sondern seitdem es die Menschheit gibt. Und das Zweite ist, wir haben in Deutschland 25% aller hier lebenden Menschen einen Migrationshintergrund. Und diese Pauschalisierung, die Horst Seehofer in die Debatte bringt, die stößt all diese Menschen vor den Kopf und macht das Zusammenleben in Deutschland extrem viel schwerer. Und er stößt natürlich auch der Kanzlerin mal wieder vor den Kopf. Die hat sich zwar gestern noch relativ diplomatisch geäußert und hat das in ihrer gewohnten Weise ein bisschen runtergekocht, aber sie hat auch schon gesagt, nö, so ist es nicht. Ich sehe das ein bisschen anders. Nun sagt er so mancher schon, ja, mit diesem Mutter aller Probleme und man weiß ja, worum es geht, diese Flüchtlingsangelegenheit und September 2015 und könnte nicht eventuell doch Mutti gemeint sein und ist diese alte Fehde oder diese, keine Ahnung, wieder aufgebrochen? Aber diese Interpretation sozusagen, dass sowieso jeder weiß, worum es geht, die finde ich nicht zulässig. Weil Horst Seehofer ist der Innenminister und er muss sagen, was er meint. Er ist zuständig für die Probleme, die es möglicherweise im Zusammenhang mit Migration gibt. Also die gibt es mit Sicherheit. Aber er ist der zuständige Minister. Und ich erwarte von dem zuständigen Minister, dass er Lösungen vorschreibt und nicht Probleme auftürmt in einer Pauschalität, dass sie am Ende überhaupt nicht mehr bewältigbar sind. Und er muss sich schon fragen, wenn die einzigen, die ihm vorbehaltlos zustimmen, die AfD ist, Alice Weidel, Gauland und so weiter, dann stimmt etwas mit seiner Politik nicht. Und natürlich geht es gegen Merkel und ich weiß auch nicht, was ihn da am Ende bewegt. Offensichtlich hat er keine anderen politischen Handlungsspielräume mehr, als immer nur dieses Muster des Problems Migration aufzutürmen. Er hat keine politische Fantasie mehr, vielleicht auch keine politische Kraft mehr. Und insofern begibt er sich in eine Spirale, die ihm letztendlich ja selber schadet. Denn die Bürger erwarten doch von der Politik Lösungen. Und er könnte das doch auch positiv wenden und könnte sagen, ich habe jetzt meinen Masterplan hier vorgelegt und jetzt sehen wir mal, was wir mit diesem Masterplan bewirken können und wie weit wir damit kommen. Im Grunde so, wie es die Kanzlerin macht. Aber er tut das Gegenteil, er destruiert. Und ich höre da gerade bei Ihnen sowas raus, so nach dem Motto, ist er vielleicht doch langsam ein bisschen zu alt vielleicht oder überfordert? Wie wird das in der Hauptstadt diskutiert, gerade unter den Journalisten auch? Naja, es gibt viele, im Übrigen auch Parteikollegen von Horst Seehofer, die sagen, er ist immer unnahbarer geworden in letzter Zeit. Er scheint müde und auch kraftlos und angeschlagen und auch natürlich angefressen und angefasst von diesem innerparteilichen Streit mit seinen Rivalen in Bayern. Und das macht ihn, glaube ich, unfrei. Und er ist, also er kann nicht mehr aus sich heraus kraftvoll handeln. Und das ist ein Eindruck, den viele teilen im Moment. Und das macht natürlich einen Innenminister zu einem Problem. Wovon wir bisher noch nicht gehört haben, ob es das gibt, weiß man alles nicht, ob in seinem eigenen Hause, also im Innenministerium, sich da etwas zusammenbraut, eventuell, was man wie eine Resistance ansehen könnte. Sie ahnen schon, worauf ich hinaus will, auf Trump und das, was da im Weißen Haus los ist und diese Artikel, diese anonyme Artikel in der New York Times, der sagt, also dieser Präsident geht, der sagt ganz viel, aber geht eigentlich gar nicht und es gibt da tatsächlich Leute, die sich zusammenrotten gegen ihn. Das wäre in Deutschland nicht denkbar, oder?
Also ich hoffe ehrlich gesagt, dass das in Deutschland weder denkbar noch möglich ist, weil mich befremdet die Situation ein bisschen. Also so sehr man möglicherweise dem anonymen Schreiber in der New York Times in der Sache zustimmen möchte, dann ist das doch eine bedenkliche Situation, wenn innerhalb einer Administration sozusagen eine Guerilla-Revolte angezettelt wird und die politischen Beamten sich nicht mehr anders zu helfen wissen, als sich anonym zu äußern. Das ist in einer Demokratie schlecht. Und die Kollegen der New York Times, die werden ihre Gründe haben, dass sie das so gemacht haben. Das möchte ich überhaupt nicht beurteilen. Aber ich wünsche mir so eine Situation für Deutschland nicht, weil politische Auseinandersetzungen müssen in der Öffentlichkeit geführt werden können und werden am Ende bei Wahlen entschieden und nicht durch innerorganisatorisch angezettelte Revolten. Ja, nun ist auch die Frage, wem hilft dieses Theater da in den USA, dieser Artikel und das, was sich daraus jetzt ergibt? Und ja, der Präsident verteidigt sich ja schon. Wem hilft das? Kann mir schwer vorstellen, also ich glaube, diejenigen, die Trump unterstützen, denen ist das vollkommen egal. Die fühlen sich bestätigt, weil die glauben ja auch an diese Verschwörung. Insofern glaube ich, dass es innerhalb der USA ganz wenig ändern wird an den Machtverschiebungen. Und wenn diejenigen, die sich da jetzt anonym geäußert haben, hoffen, dass sie damit in die Offensive kommen, dann glaube ich, werden sie sich täuschen. Frau Fährle, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Nachgefragt in Berlin. Danke dorthin. Dankeschön.